Hier ist wieder Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug. Wir waren gerade im Safe. Im Safe gibt es aber nichts Tolles, was man irgendwie hätte mitnehmen kann. Es gab, die Nazis haben dort das Gemälde hingetan, was Indy aus dem Schlafzimmer seines Vaters mitgenommen hat. Und es gab noch ein anderes Gemälde, von dem sie wahrscheinlich auch denken, dass es den Gral darstellen könnte, weil da war auch so ein Pokal abgebildet. Hier den Bereich, der ist komplett erforscht. Interessant fände ich jetzt noch da unten, da ist noch ein Zimmer. Und draußen bei den Fenstern wollte ich mir das Gitter nochmal genauer anschauen. Jetzt da rein. Klappt das? Es scheint zu klappen. Oh ja, das klappt. Oh, ein Medikit. Oh, ein Medikit. Oh, das ist so nötig. Das ist so notwendig. Nimm es. Benutze es. Du fühlst dich jetzt viel besser. Oh ja, ich mich auch. Sehr gut, sehr gut. Ich habe mir den Pokal noch gar nicht angeschaut, ist mir aufgefallen. Oberstvogel Berlin. Im Buchverbrennungswettbewerb in der Kategorie Taschenbücher. Und der Oberst heißt Vogel. Oberst Vogel. Das ist vermutlich genau der Oberst, den wir am Anfang in der Zwischensequenz oder in den Zwischensequenzen oben am Schreibtisch gesehen haben. Der ist also Vogel. Jetzt habe ich bloß das Problem, draußen vor der Tür ist natürlich dieser blöde Wachmann. Habe ich mir den Passierschein schon angeschaut? Ja, das habe ich schon. Habe ich mir denn die ganzen Sachen, die da sind, alle schon angeguckt? Das weiß ich gerade nicht. Also bei dem Pokal ist mir nämlich eingefallen, den habe ich genommen, ohne ihn anzuschauen. Ja, das kennen wir. Und dann dachte ich mir, wie schaut es denn eigentlich mit den anderen Sachen so aus? Das Gral-Tagebuch ist bekannt. Das alte Buch. Der kleine Schlüssel. Und Geld. Okay. Na denn. Jetzt ist die Tür auch wieder zu, ne? Also ich habe vorhin in der Aufnahme, die nicht geklappt hat, ja, das war immer noch heute, bin ich in ein Zimmer reingegangen mit einem Offizier drin, um zu speichern, weil es ja draußen auf dem Flur nicht geht. Und da war die Tür natürlich offen, so wie jetzt, wenn man reinkommt. Dann habe ich gespeichert und dann war sie zu. Und da habe ich schon vermutet, dass das Spiel irgendwie nach dem Speichern den aktuell gespeicherten Spielstand wieder lädt. Und jetzt gerade habe ich ja die Gebrauchsanleitung angeguckt. Und lustigerweise passiert das hier auch. Ja, so, Gebrauchsanleitung, bla bla, und jetzt wieder zurück und zack, die Tür ist wieder zu. Es hat eigentlich nichts mit dem Spielinhalt selber zu tun, aber ich finde sowas lustig. Ich gehe jetzt mal raus und hoffe, dass der Typ mich in Ruhe lässt oder ich ihn überzeugen kann oder ich ihm ausweichen kann. Hat das eigentlich geklappt? Ich wollte schnell hoch zur Treppe, aber da er direkt über mir stand, hat das gerade nicht geklappt. Jetzt kommt natürlich erstmal das Gespräch wieder. Das heißt, ich sehe jetzt gerade mal nicht, ob die Ausdauer jetzt aufgefüllt ist mit dem Erste-Hilfe-Set oder nicht. Aber wenn ich mich recht erinnere, war die fast komplett auf Null runter. So, ich probiere es mal damit wieder. Offizieller Auftrag, ich will passieren. Du erkennst mich nicht. Die neuen Befehle, weil er weiß, er hat ja auch keine Erlaubnis, die geheime Dokumente zu sehen. Das ist ja nur oben Siegfried. Er braucht einen schlagkräftigen Beweis. Na gut, dann verprügel ich ihn eben. Komm, hau zu. Oh ja, die Ausdauer ist voll. Sehr schön. Mit ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück schaffe ich's. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht kämpfen kann? Nee, nee, nee.
Ich wollte gerade sagen, mit ein bisschen Glück schaffe ich es, in der gelben Ausdauer zu bleiben. Nee, das geht so nicht. Das geht so eigentlich nicht. Ja, egal. Ich muss mal rausfinden, wie ich den davon überzeugen kann, mich nicht zu verprügeln. Ich finde es immer noch sehr fragwürdig, dass die Argumentation bei dem einen Soldaten funktioniert, aber bei dem anderen nicht. Ich meine, die haben hier unten alle nicht die Freigabe für geheime Dokumente. Warum funktioniert das nur bei einem und nicht bei allen? Das finde ich komisch. Ich meine, dass sie bei Geldbestechung und bei Bieranbieten verschieden reagieren, das sehe ich ja ein, aber naja. Dann war ich ja in der letzten oder vorletzten Folge hier draußen. Und da rechts ist ja so ein Stein, der da angezeigt wurde. Da habe ich einige Dinge nicht ausprobiert, wie drücken, ziehen. Drücken, ziehen. Ich glaube, er kam zwar nicht ran, aber vielleicht nimmt er ja irgendwie automatisch ein Hilfsmittel. Er ist zu hoch. Er ist zu hoch. Schade. Warum klappt das nicht? Kannst du noch ein Stück vor? Du bist zu klein, Junge. Du bist einfach zu klein. Moment, Moment, Moment. Kannst du dich auf die Uniform? Nee. Kannst du die. Okay, der Passivhörner ist zu dünn. Auf den Pokal vielleicht stellen? Oder kannst du dich auf die Gebrauchsanleitung stellen? So draufstellen, meine ich, ne? So. Benutze Stein mit Gebrauchsanleitung. Oder. Also, ich dachte mir jetzt, vielleicht kann er sich ja irgendwie auf was draufstellen. Vielleicht so auf das alte Buch. So unter dich. Oder über dich. Nein? Aber ich bin mir. Also, ich bin mir relativ sicher, dass das hier schon einen gewissen Sinn hat. Nämlich, dass man da hochkommt, ohne der Wache vor dem Büro des Obers zu begegnen. Die Frage ist nur, wie kommt man da hoch? Also, welcher Stein ist das denn genau? Moment. Ist das noch ein. Das ist doch noch ein Stein, oder? Das sind doch zwei Steine. Der, da ist doch auch noch einer. Da kommst du doch ran. Nee, an den kommst du. Komm, Junge. Geh einen Schritt vor. Geh einen Schritt vor. Geh einen Schritt vor und drück da dran. Da drückt da dran. Och, Indy. Ach so, Spalier. Das übliche Problem. Kannst du da irgendwie drücken, ziehen, öffnen, Stein öffnen? Ne, kommst einfach nicht ran. Was ist das denn eigentlich für einer? Nein, nein, schauen, nicht hinfassen. Schaue Stein. Oh, Spalier. Das könnte dein Gewicht halten, wenn du dran gehst. Ja, warum kommst du nicht ran? Ist hier unten irgendwas? Hier nichts mehr. Ah, das kann doch nicht sein. Aufs Fensterbrett drauf geht irgendwie auch nicht. Ist vielleicht hier noch irgendwas? Ich glaube, das mit der Peitsche hochschwingen habe ich in der kaputten Aufnahme versucht. Ich probiere es einfach trotzdem nochmal hier. Hier ist ja das Fenster. Du kommst nicht ran. Musst du an dieses Fenster? Nee. Also hier auf der Seite gibt es da wohl gar nichts. Oh, nix. Fenster. Das
auch so komische Verzierungen irgendwie. Hier ist nix. Dieser Stein, du kommst da nicht ran. Warum kommst du da nicht ran? Woran liegt das? Was passiert, wenn du die andere Kleidung anziehst? Das ist zu schlüpfrig, um das anzuziehen. Wenn ich da reingehe. Kannst du mit dem Pokal? Kommst du vielleicht mit dem Pokal ran? Kommst du mit dem Krug ran? Nö. Den Passierschein habe ich noch nicht ausprobiert. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber. Nein. Spielt die Reihenfolge eigentlich eine Rolle? Ich glaube nicht. Also, ich finde ja, mit der Peitsche könnte er da schon rankommen. Gibt. Peitsche an Stein. Nee, das klappt nicht. Sag mal, warum geht das nicht? Nun denn, dann gehe ich einfach mal so nach oben. Und da wäre es eigentlich geschickt, außenrum zu gehen. Weil ich dann der Wache nicht so sehr begegne. Ich weiß nicht. Ich schließe mal das Fenster. Vielleicht bringt es ja irgendwas. So, Fenster ist zu. Was haben wir hier? Kannst auf das Fenster Sims drauf. Kannst du vielleicht den Pokal mit dem Fenster benutzen? Oder den Krug. Oder die Peitsche. Das Gral-Tagebuch. Nein? Stein mit Fenster? Fenster mit Stein? Nein? Das klappt nicht. Muss doch hier irgendwie hochkommen. Also kann mir doch keiner erzählen, dass es hier alles nur so zur Zierde gibt. Ja, so nach dem Motto, ey, guck mal, da oben sind Fenster, aber wir lassen dich nicht hoch. Haha. Es kann doch nicht sein, also das ist, glaube ich nicht. Da geht's doch irgendwie hoch. Also wenn ihr eine Idee habt, wie man da hochkommt, dann bitte, bitte lasst mir die Idee zukommen. Ich werde sie ausprobieren. Ganz sicher. Es sei denn, ich habe es bis dahin natürlich schon geschafft. Aber davon gehe ich eigentlich gerade nicht aus, so wie ich mich anstelle. Also das erste Hilfe. Also, ja, Moment, die Wache ist ja weg. Die Wache ist ja weg. Das hat sich irgendwie überhaupt nicht gelohnt, ne? Oh, da ist noch eine Tür. Das hat sich irgendwie gar nicht gelohnt. Ja, so also hier rein. Ausdauer komplett leer reingehen. Erste Hilfe-Set, Ausdauer komplett aufgefüllt. Und dann zack, der nächste Kampf und die Ausdauer ist wieder komplett leer. Das hat sich irgendwie voll nicht gelohnt. Hier gibt es irgendwie auch nichts, ne? Nö, hübscher Raum, schöne Farben. Blau mag ich, aber geben tut's ja nichts. Ja, das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Also vielleicht mache ich das Ganze nochmal neu. Ich speichere jetzt mal absichtlich nicht, damit, wenn ich sterbe, ich noch eine Chance habe, dem Typen klarzumachen, dass er mich nicht zu verprügeln hat. Oder vielleicht besser kämpfe, wenn es doch so weit kommt, um mehr Ausdauer übrig zu haben für den eventuellen nächsten Kampf. Ich weiß auch nicht, beim letzten Mal habe ich es ja irgendwie hingekriegt, relativ wenig Ausdauer nur zu verlieren in den Kämpfen. Entweder ich habe da besser gekämpft, oder die Leute werden nach oben hin einfach stärker. Das kann natürlich sein. Was haben wir denn hier für ein Gemälde? Nicht viel zu sehen. Drück's mal zur Seite, zieh dran.
Öffne das Geheimfach, das das Gemälde ist. Nein, nein. Nimm es mit. Bewegt sich nicht. Ist es vielleicht ein Schalter? Nein, ist es nicht. Dann gibt es hier wohl nichts. Benutze den Krug mit dem Gemälde. Den Pokal. Nein. Die Peitsche. Nein. Hier gibt es nichts.